ernst. Kicken mit Groß. Viel Glück. Der Weltmeister im Fußballduell. Oh! Volles Risiko. Philipp, 13 Jahre behauptet, ich schaffe es, 20 Stufen einer Treppe mit einem Ball auf dem Fuß jonglierend, schneller bis nach oben als Weltmeister Toni Kroos. Philipp und Toni haben jeweils 3 Versuche, während sie den Ball jonglieren, die 20 Stufen so schnell wie möglich nach oben zu kommen. Schafft es keiner der beiden bis ganz nach oben, entscheidet, wer mehr Stufen bewältigt hat. Klein gegen Groß, auf los, geht's los! Natürlich ein bisschen taktisch agieren, erst mal einen sicher nach oben bringen. Come on, Philipp! Yeah. Yeah. So. Viel Glück. Danke. Ja, du verstehst schon ein bisschen was, auf jeden Fall auch vom Psychologie. Ne? So, kann ich anfangen? Du kannst aus der Hand, wie auch immer du willst. Ne? Und wie gesagt, Zeit läuft mit der ersten Stufe. Hey! Toni! Komm! Das ist nicht schlecht. Da ist knapp. Im Moment. Oh! Das war zu lange. Ja. Das ist aber spannend. Das ist auf jeden Fall spektakulär. Auf, Toni! Oh! Also, es war, das halten wir schon mal fest. Du warst bei Stufe 16, bis dahin war es spektakulär. Es waren sensationelle Bilder. Ja. Philipp, zweiter Durchgang für dich. Zweite Mal bis ganz nach oben, allerdings eine Sekunde langsamer. Das heißt, die Bestzeit aus dem ersten Durchgang steht. Ja. Und um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, ich würde es nicht mal schneller als du ohne Ball einfach schaffen, rückwärts die Treppe hochzulaufen. Ne? Schaffst du wahrscheinlich auch nicht, das kann sein. Ne? Ich schaffe das nur mit Ball. Also, Toni, so. Toi, toi, toi. Ja, das ja, Ziel ist oben ankommen. Dass er mit dem Ball umgehen kann, daran besteht kein Zweifel. Das sehen Sie gut, dass das eine besondere Fähigkeit und Begabung ist, die Philipp hier zu uns in die Sendung gebracht hat. Das sehen Sie auch. Aber jetzt sieht es gut aus. Hoch. Das ist auch nochmal. Ja. Ja. Und? Ja. Es waren 32,1 Sekunden. Also müsste es 10 Sekunden noch schneller werden. Volles Risiko beim letzten. Volles Risiko, volles, ja. Risiko. Ich wollte gerade eben schon vorschlagen, bleib doch im Moment länger da oben stehen. Wer weiß, ob wir dich da noch mal sehen. Aber ich bin ja dafür, dass du einmal probierst. Ja, genau. Philipp, dein letzter Durchgang. Du hast einen sehr guten schon dastehen. Jetzt kannst du alles riskieren. Zeit läuft.
ein bisschen schneller. Aber bei 8 ist er immer langsamer. Ja, jetzt schneller jetzt. Richtig, ja, 20 Sekunden. Wenn das gut geht, wird es der super Zeit. Ja, 19,9. Ja. Wow. Jetzt darfst du zu Recht stolz auf dich sein. Neuer persönlicher Rekord, ja. 19,9 Sekunden. So, dann. Bin gespannt, was jetzt passiert. Dritter Durchgang, Toni Kroos. Toni, was mich wirklich freut, dass du noch an sowas so viel Spaß haben kannst und wie man auch so stolz auf sich selber sein kann. Ja, haben Sie das gesehen, wie er da oben stand und gesagt, jawohl, ich hab's geschafft. Ja. Ja? Aber allein, weil du mich nicht mehr erwartet hast da oben. Ja, ja, ja. Also nein, ich habe nie an dir gezweifelt. Ne? Nicht, dass da irgendein falscher Gedanke da steht. So, 19,9 galt es zu schlagen und dein dritter und letzter Versuch. Es war knapp. Ich musste einmal korrigieren. 21,5. Nein, 21,1 sogar. 21,1. 21. Ja. Eine Sekunde und zwei Unterschied. Also nur ganz, ganz knapp. War gut, dass du noch mal richtig einen rausgelassen hast. Sonst wäre es wirklich ganz eng geworden. Also, knapper Sieg. Aber Philipp gewinnt das Fußball-Duell. Ja.